haben in Segovia. In Segovia wurde diese Mühle ausschließlich vom Kaderpersonal betrieben. Das war also eine Weizenprägung, die eine Serienproduktion zustande gebracht hat. Und diese Maschine gibt es heute weltweit nicht mehr. Man hat nur noch alte Pläne und Restfragmente stehen heute noch in Bolivien, die man sieht. Und unser